Tasche Leute und herzlich willkommen zurück zu Doom. Man hört es schon im Hintergrund, es geht hier munter weiter. Erstmal auf der Minimap zurechtfinden. Den da oben, den habe ich gestompt letzte Mal. Den habe ich schon bekommen. Das war das eine Extra, was ich gefunden habe bisher, glaube ich. Und ansonsten geht es jetzt, glaube ich, tatsächlich hier hinten weiter. Ja, schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Alles klar. Damit mache ich die Luftschleuse definitiv auf. Gut, machen wir so auf und gucken mal, was passiert. Ja gut. Das war dann mal das Ende von Level 2. Ja. Scheiße. Gut, jetzt da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Olivia Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kultanführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert und hunderte von Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelösten Zerstörungen haben die Einrichtung an den Rand der vollständigen Vernichtung gebracht. Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmelze. Samuel Hayden, ein Überlebender und zugleich der Chef der Marsstation, hat dir seine Hilfe angeboten, falls du sie brauchst. Was nicht der Fall ist. Selbstverständlich. Du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmelze zu verhindern. Das ist alles, oder? Ich muss nur die Kernschmelze verhindern. Klingt eigentlich erstmal recht einfach. Verhindere die Kernschmelze. Gut, ich habe hier auf jeden Fall, glaube ich, noch einen Waffenmarker übrig. Ah, einen davon, aber zwei Waffenmarker, glaube ich, habe ich noch. Oh, ich würde ja gerne das Sturmgewehr machen, aber kann ich nicht. Warum nicht? Warum ist das für das Sturmgewehr gesperrt? Na, dann spare ich mir die auf. Oh, ich kenne Bock drauf, ich will das Sturmgewehr verbessern. Gut, Transfer abgeschlossen, sagt er. Alles klar. Was bist du denn? Oh, Achtung. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Okay. Durch Kämpfe kannst du die Waffenpunkte verdienen. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Also ich muss jetzt Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. So viele Monster wie möglich töten. Habe ich das sowieso schon immer gemacht. Was ist denn jetzt das Problem? Was bist du überhaupt? Okay, da geht's los. Was geht, Leute? Ja, ist ja gut. Mach uff hier. Mach uff! Ach du Scheiße, guckt euch an, da hinten sind sie schon wieder. Na gut, die kann ich mit der Pistole wegknallen. Jawohl. So, wie sieht's denn aus? Habe ich eigentlich Treibstoff? Oh, nur noch einmal Treibstoff für die Kettensäge, das ist übel. Was gibt's denn hier Schönes? Bereiche Gießerei freigeschaltet. Oh, was haben wir denn hier? Mikroraketen. Taktisches Zielfernrohr. Perfekt. Das wird eingekauft. Jawohl. Jawohl. Jetzt mal in den Zoom-Modus gehen. Dämonen aus der Hölle können sich warm anziehen hier. Was ist das? Nix? Oh. Hi, Dude. Für dich brauche ich aber nichts extra. Da reicht völlig meine gute alte Pistole. Naja, komm, fall um. Oh, und schon einen Waffenpunkt erhalten, weil ich ein paar Monster umgelegt habe, oder wie? Alter Schwede, das ist halt immer alles so. Oh, schießt er gerade seine eigenen Jungs ab? Ah, komm, hier, weg mit euch. Oh. Ah, das ist nah genug für die Pumpgun. Pumpgun! 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 Oh yeah! Ja! So. Gasleck entdeckt. Gasleck entdeckt, okay.
ist ja in Ordnung. Finde ich ja okay. Ah, Munition für die Shotgun. Was kann man hier? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Oh, hallöchen. Wer bist du denn? Ja, hallo. Du siehst ja aus wie hier. The Rock aus dem Film. Ja, gut. Gucken wir uns mal an, was er mit dem gemacht hat, wa? Shit, da hört's auf, die Übertragung. Ja, gut. Ne? Keine Ahnung, was ich hier jetzt noch machen kann. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ah, sieht nicht so aus erstmal. Ist das hier? Geht das auf? Irgendwie brennt das. Da will ich jetzt gerade nicht durch. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ah, hier gibt es noch ein bisschen Panzerung. Auch nicht verkehrt. Guck mal da und dann rechts runter. Da sieht es doch ganz gut aus, oder? Meine Güte, hör doch auf damit. Was soll denn das, ey? Aber hier gibt es doch erstmal irgend noch was, was ich ausschalten kann, scheinbar. Hier ist da irgendwas zum Ausschalten. Das ist doch, wird doch hier direkt angezeigt. Nee, doch nicht. Also da kann ich definitiv nicht durch. Oh, okay, ich war schon in den Flammen. Gut. Shit, ey, aber da ist doch irgendwas. Ah! Manchmal muss man einfach nur ein bisschen genauer hingucken. Wie, Zugang verweigert? Was heißt denn hier Zugang verweigert? Zugang verweigert. Und der hat die Leiche weggeschleppt. Oh nein, ich muss jetzt bestimmt die Leiche finden hier, oder? Naja, der wird wohl keinen Handabdruck mehr geben. Naja gut, gehen wir erstmal weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Jump ist, den ich schaffen kann. Eieieiei, jetzt geht das wieder los, ey. Wie ich es hasse. Wie ich das hasse. Ich will da nicht lang springen. Wenn das jetzt hier ein Scheißsprung ist, dann bin ich einfach nur tot, oder was? Puh, alles klar. Gib's ihm, Doom! Okay. Nicht so wie geplant, aber ich lebe noch. Das ist die Hauptsache, würde ich behaupten. Ja. Ja, ja, ja. Das sieht hier alles sehr, sehr unangenehm aus. Da will ich eigentlich überhaupt nicht lang. Ach, was haben wir denn hier? Aha! Was haben wir denn hier? Bäm! Eine Prätorenmarke haben wir uns geschnappt. Was gibt's hier? Nüscht erstmal. Okay, das war die Prätorenmarke. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Meine Güte, da muss ich doch hinspringen, oder? Ist da wieder so ein Kamikaze-Jump, den ich da machen muss. Okay. Alter, dieses Spiel mit seinen komischen Sprungakrobatiken. Ich will doch eigentlich nur Monster töten und nicht hier gucken, wie ich irgendwo hingejumpt komme. So, und nu? Wo geht's nun weiter? Da lang? Alles klar. Alles klar. Kann man mal machen. Gut, gut, gut. Und jetzt? Dahin wollte ich. Okay. Okay, alles klar, haben wir geschafft. Ja, leck mich am Arsch, ist das. Naja. Kann man die Tanks... Ohoho. Kann man die Tanks da zerschießen? Nee. So, jetzt ein Speicherpunkt bitte, damit ich hier diesen dämlichen Jumperei nicht nochmal machen muss. Oh, jetzt sag bloß, hier geht's nicht lang. Jetzt sag bloß, ich komme hier nicht lang. Oh, nee, oder? Ist das denn dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh, nee, ey. Da gibt's noch Rüstung. Wo ist denn das? Ah, hier. Alles klar, das Geheimnis haben wir entdeckt, aber ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Leck mich am Arsch, muss ich da echt runter, oder was?
So, muss ich hier lang? Ich blick da nicht durch, Leute. Es könnte jetzt hier leider eine Weile dauern, bis ich gerafft habe, wo ich lang muss. Hier sieht's aber auch nicht gut aus. Da oben sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Aber da komme ich nicht lang. Hm, vielleicht mit einer Handgranate? Nee. Puh, okay. Dann erstmal wieder denselben Weg zurück, würde ich mal behaupten. Bin mir nicht sicher, wo ich jetzt gerade lang muss, leider. Das ist hier, wie gesagt, bei dem Spiel immer nicht ganz so leicht zu sehen, wie ich finde. Ich meine, dass man den Sprung machen muss, das habe ich jetzt mehr wieder geahnt, als dass man es gerafft hat, wie ich finde. Aber naja. Ist halt so, muss man mit leben. So. Wieso geht's hier nicht? Irgendwie erscheint mir das so, als ob es hier lang gehen sollte. Oder? Was ist das? Nein, auch nicht. Aber hier ist auch kein Ding, ne? Sieht echt so aus, als ob es hier nicht weitergeht. Ich wieder ganz zum Anfang zurück, okay. Ganz zum Anfang zurück. Ganz zum Anfang zurück. So. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Nehmen wir mal einen anderen Ausgang, wa? Meine Güte, das ist hier... Das macht mich wahnsinnig. Aber ich meine, hier gibt es ja auch genügend. Zugang verweigert. Schlüsselkarte erforderlich. Okay, hier muss ich ganz am Ende scheinbar wieder hin. Hier muss ich scheinbar erst... Oh, was ist hier? Das sieht so aus, als ob man da nicht runter sollte, oder? Ist das ein Geheimnis oder ist das ein Tod? Ich lasse es mal lieber sein. Ich habe nämlich noch keinen Speicherpunkt erreicht und ich will den ganzen Shit jetzt hier nicht nochmal machen müssen. Oh, Hallochen. Gefällt mir das Sturmgewehr, gefällt mir. Ich habe immer noch nur leider ein Ding, deshalb muss ich echt aufpassen mit meiner Kettensäge, dass ich die sinnvoll ein... Oh, das macht mich immer wahnsinnig, dass keine Anzeige kommt, von wo geschrien wird. Ja, das macht mich echt immer verrückt. Oh nein, nicht so ein Fatzke. Ich komme mit den Viechern komme ich auch. Oh, alles klar. Kann ich auch. Oder auch nicht. Ah ja. Wow, der war. Oh, wow, wow. Wow. Bleib mal locker, Kollege. Er schießt ja schon wieder seinen komischen Superschuss ab. Ich fass es nicht. Mann, ja, ist ja gut. Mann. So, hasta la vista, Baby. Ich habe kaum noch Muni für das Ding. Ich gehe mal auf Pumpgun. Wow, wo? Wo? Da? Oh, das war dieser Schuss. Shit. Das war ja vergeudet. Tschüss. Speicherpunkt erreicht. Yes! Sehr gut. Gut, dann machen wir an der Stelle erstmal kurz Pause, damit ich hier mal wieder zurechtkomme. Das mit dem, wann ein Level aufhört, das habe ich auf jeden Fall noch nicht ganz gerafft. Aber im Augenblick sieht es ganz gut aus. 125 Lebenspunkte, 21 Schilde. Von daher machen wir hier einen kurzen Schnitt. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dann.